In dieser Woche wird die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel abgeben, wo es um die Möglichkeiten geht, eine gemeinsame Position der EU bei den Brexit-Verhandlungen zu finden. Die Koalitionsfraktionen werden dazu einen Antrag einbringen, in dem der entscheidende Satz steht: Es muss bei den Brexit-Verhandlungen deutlich werden, dass es einen Unterschied macht, ob man Mitglied in der EU ist oder nicht. Und wir wollen auch, dass mit dem Vereinigten Königreich vereinbart wird, dass auch in Zukunft der Europäische Gerichtshof für all die Fragen, die im Brexit-Vertrag ausgehandelt werden, zuständig ist. So traurig die Geschichte mit Großbritannien ist, dass sie ausscheiden aus der EU, so sind wir doch nach den Wahlen in Frankreich optimistisch, dass Le Pen die Wahl nicht gewinnen kann. Es ist ja in der Vorberichterstattung immer so formuliert worden, als ob Le Pen schon die sichere Siegerin ist. Das war Gott sei Dank nicht so und es ist auch für den Zusammenhalt in Europa wichtig. Wir sind enttäuscht darüber, dass zunehmend die Pressefreiheit in einigen Ländern immer weiter eingeschränkt wird. So jetzt die jüngste Entwicklung in Russland. Ich finde, es ist nicht hinzunehmen, dass bei einer Berichterstattung über den Sport Journalisten sich quasi in einem Vertrag verpflichten sollen, nur über das eigentliche Ereignis, nur in dieser Stadt und nur an diesem Ort berichten zu dürfen. Und ich kann den Deutschen Fußballbund nur ermutigen, so etwas nicht hinzunehmen. Und ich finde das einfach unerträglich, wenn die FIFA bereit wäre, hier Kompromisse zu machen. Es muss klipp und klar sein, Sportberichterstattung und Geld verdienen kann nicht auf dem Rücken der Pressefreiheit erkauft werden.